Hallo, liebe Leute, es geht weiter mit Awakening, das Himmelsschloss. Joa, ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen sollte. Ich gehe nochmal hier rein. Guck mal, ob ich hier noch irgendwas zu tun habe. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir sollten die Windmühle nach brauchbar nachher die Sandsackgeschichte. Das ist verschlossen. Hat jemand den Schlüssel an einem Ort mit Ranken versteckt? Da steckt ja auch irgendwas drinne, aber... Wie kriege ich das denn ab? Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon versucht. Das ging nicht. Eine Halterung für Bogenbauer. Mhm. Eine Halterung für einen Bogen? Ein Bogen. Nee, das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Das ist interessant. Dann brauchen wir vielleicht einen Bogen oder so. Hier fehlt ein Gegengewicht. Vielleicht finde ich einen Ersatz. Genau, diese Gegengewicht-Geschichte irgendwie, was ich auch noch nicht verstanden habe. Sieht funktioniert, ist so schwer für mich. Ja, ja, schon klar. Wenn man hier was ranhängt, dann geht das bestimmt auf. Das ist eine Halterung für einen Bogen. Hier links kann man nicht mehr in die Ecke. Das nutzt mir also nichts. Das ist natürlich etwas komisch, dass es hier nichts zu tun gab. Irgendwie. Verschlossenes Ding lässt sich wohl nur von der anderen Seite öffnen. Die Geschichte. Und hier ist der Sandsack. In den muss ich irgendwie runterbekommen. Nur die Eule hilft mir auch gar nicht, wenn sie immer nur sagt, ja, hier, such mal Sandsäcke, den habe ich ja schon gefunden. Hat ja wohl nicht geholfen. Was ist, wenn wir mit dem Ei nochmal zur Faun gehen? Oder zum Gewächshaus oder so? Zum Gewächshaus? Vielleicht hat sich da jetzt was getan, dadurch, dass die Windmühle irgendwie, keine Ahnung, kaputt gegangen ist oder so? Diesem Gerät beschleunigt man das Wachstum von Pflanzen. Ja, ich würde das Ei da gerne durchtun, aber irgendwie... Das nutzt mir hier alles nichts. Das geht nämlich irgendwie hier alles nicht. Ich weiß aber nicht, warum. Ja, toll, nach Sandsäcken. Super. Hilft mir überhaupt nicht, du blöde Eule. Schriftrolle mit den Heilkräften der verschiedenen Kräuter, die hier wachsen. War der hier für Schwefel? Der hier war für Schwefel? Kreide? Der Pflanzenerde, Baba. Wasser speichern eher für durstige Pflanzen. Saure Böden. Junge Pflanzen. Also ich muss hier noch wahrscheinlich irgendwie Sachen sammeln. Oder die vielleicht dann züchten im Gewächshaus. Und die dann da später reintun. Aber im Moment kann ich hier nichts machen. Ich komme nicht heran. Ach, da soll ich noch rankommen. Hier mit dem Stock. Ich glaube, ich muss hier anders vorgehen. Hier mit dem rostigen Schwert. Aber ich will da ran. Ich möchte da ran. Was soll ich machen? Immer nur diese Windmühlen-Scheiße. Entschuldigung, aber... Was soll ich denn machen? Was sagt die Faun nochmal zu dem Ei? The incubator parts for the cockatrice egg can be found in the barracks, Your Highness. I need a little more time. Okay. Sie brauchen noch etwas Zeit und die Teile hier, das sind die Inkubatorteile, davon haben wir eins von dreien. Es ist doch alles Schmu hier. Warum soll ich immer da zur Windmühle, wo scheinbar auch gar nichts ist irgendwie? Ja, hier ist die Echse, das bringt mir ja auch nichts. Was ist denn hier? Ich verstehe das nicht. Was für Sandsäcke? Hier ist nur einer. Was soll ich denn da machen? Ich probiere hier alles einfach mal aus. Aber es bringt ja auch nichts, irgendwas zu nehmen. Ja, eben. Was sagt denn die Karte? Unbekannte Gegend. Gewächshaus, Goldblatt, Wo ist denn die Windmühle? Hier sind wir. Aussichtsplattform. Da bin ich doch schon. Ja, ist schön. Check's nicht. Was? Da ist was. Die Kette des Sandsacks führt... Ach so. Weil die ging doch dahinter, deswegen gucke ich hier gar nicht hin. Oh Mann, Holzbrett. Der Absturz hat scheinbar diese Holzbretter gelockert. Ich glaube, ich kann sie abhebeln. Ach, wie blöd.
Nee, da habe ich überhaupt nicht hingeguckt, weil die Kette führt ja hinter den Balken. Also von daher... Das ist ja toll. Kriegen wir das ja jetzt endlich mal hier gebacken. Wenn ich diese Kette zerstöre, bekomme ich den Sandsack herunter. Mal sehen. Anfeuern. Ah, okay. Er feuert sie an und dann kommt der Sandsack runter. Zack. Oh je, der Sandsack ist durch den Boden gekracht. Hoffentlich kann ich ihn bergen. Ja, das kriegen wir schon hin. Hauptsache, wir kommen weiter. Was ist das? Das sind einige Höhlen unter der Windmühle. Wir müssten nur einen Weg hineinfinden, aber dazu ist später noch Zeit. Egal, egal. Wir haben ihn endlich, den doofen Sandsack. Was? Nein, nicht zurück. Nicht zurück. Bin doch froh, dass ich endlich mal weiter bin. Ich habe Torfmoos für das Gewächshaus gefunden. Ah, jetzt können wir nämlich diese Sachen einsammeln, von denen ich gerade gesprochen habe. Und was ist hier? Sand. Als der Sandsack heruntergefallen ist, hat er etwas Sand verloren. Kannst du ihn da wieder reinpacken? Was können wir machen? Wir haben nichts zum Aufbewahren, von daher weiß ich nicht. Guck das Ei da rein. Also mit dem Sand weiß ich gerade nicht. Eingang. Aufgerollter Stoff. Über dem Eingang ist etwas aufgerollt. Ich komme nicht heran. Hier mit dem Schwert wieder, mit dem Stock diesmal. Immer noch zu hoch. Ja, was soll ich denn dann machen? Es ist immer noch zu hoch. Ist denn hier noch irgendwas, was ich benutzen könnte? Nee. Nee, aber immerhin sind wir weitergekommen und haben jetzt so ein paar Sachen. Hier ist die ganze Zeit so eine Pfote, deswegen hatte ich da drauf gedrückt, aber dann komme ich zurück. Gut, dann gehen wir zurück. Weil wir haben ja jetzt hier ein Gewicht und das ist das Wichtigste. So. Ha. Schön. Zur Kaserne. Dann können wir nämlich die nächsten Inkubatorteile holen. Und haben hier einen versteinerten Wachhauptmann. Der irgendwie ein bisschen attraktiv aussieht. Na, Sophia, wie wäre es mit uns beiden? Dreckiges Kettenhemd. Kettenhemd. Ja, fass ihn an seine Brust. Nimm ihm ein Teppichstück aus seiner Brust. Ich sollte ihn nicht so in seinem Unterhemd stehen lassen. Es wird Zeit, sein Kettenhemd zu reinigen. Okay. Schön, wie mache ich das? Keine Ahnung. Hier ist so ein Haufen. Ach, hier finde vier Schleifsteine. Endlich mal wieder so ein bisschen rumwimmeln. Da ist eins, ein riesiger Schleifstein. Wahrscheinlich jetzt kommt so ein Mini-Schleifstein und dann noch so ein super riesiger, den ich gar nicht sehe. Und vier Schilde. Das waren schon mal vier. Eins, zwei, drei. Das sind keine Schwerter mehr, aber das finde ich sicherlich noch. Das vierte liegt hier oder steht hier irgendwo total fies hier in seinem Schritt. Nee, das ist seine... Huch! Nee, aber hier kann ich noch was finden. Was denn? Vier Helme. Den Helm zum Beispiel. Und noch ein Schwert. Und was... Achso, das war's schon. Hier ist noch ein Schleifstein. Alles klaro. Verschlossene Schlüssel muss hier irgendwo sein. Wo ist denn der Schlüssel? Kleiner, fieser Schlüssel. Wo? Ich finde dich schon noch. Drei Helme auch noch. Waren das jetzt alle? Nee, einen noch. Der ist bestimmt in der Truhe. Weil ich finde den jetzt nicht und das ist gelb. Und ein Schleifstein, der soll aber hier so zu finden sein. Da. So, und der Helm ist jetzt hier drinne. Da brauche ich jetzt den Schlüssel. Sonst komme ich nicht weiter. Da ist der Schlüssel. Der hängt nämlich da. Haha. Komm, nimm ihn. Nimm ihn. Zack. Da ist der Helm. Sag ich doch. Haha, alles geschafft. Hui. So, jetzt habe ich einen Schleifstein und damit kann ich bestimmt gleich zurück, wenn ich hier Kreide gefunden habe für das Gewächshaus wieder. Und einen Eimer. Und da kann ich den Sand dann reintun. Wozu auch immer ich den Sand brauche, weiß ich noch nicht. So, jetzt komme ich problemlos aus dem Hof in die Kaserne. Aha, wie praktisch. Praktisch, Sophia. Ist hier denn noch irgendwas? Na gut, dann gehen wir von hier raus. Und sammeln den Sand ein. Mache ich jetzt einfach mal.
So, Sandeimer. Was könnte ich wohl mit diesem Eimer anfangen? Du könntest da den Dünger reintun später, aber egal, das lassen wir mal jetzt erstmal so stehen. Wir gehen jetzt nochmal, ja, wohin? In die Kaserne und versuchen das zu reparieren hier. Kann ich hier was machen? Wie kann ich dieses dreckige Ding denn sauber machen? Wo denn? Wo kann ich das sauber machen? Also hier jetzt schon mal nicht. Was mache ich mit dem Schleifstein? War da denn in der Windmühle noch irgendwas, wo ich was machen kann? Hier? Beim Arbeitstisch vielleicht? Nee, ne? Nee, das... Wo könnte ich das denn sauber machen, das dreckige Kettenhemd? Irgendwo, wo Wasser ist. Ich guck mal, war hier irgendwo Wasser? Ich erinnere mich nicht mehr. Das fährt wieder. Bevor es wehrt, gehe ich schnell weiter. Ein Einhorn. Hier, genau, hier war das. Hier. Wird wohl nicht funktionieren, ist aber der richtige Gedanke. Wie kriege ich das hin? Dass da ran mit dem Stock das Kettenhemd ist ja auch ein bisschen komisch. Kann ich das nicht vielleicht woran hängen, das Kettenhemd, und dann besprenkeln? Was ist da überhaupt? Da stand doch noch gerade irgendwas. Bronzetrauben. Ich möchte die Trauben haben. Mhm. Nee, das Kettenhemd, das hänge ich bestimmt irgendwo ran. Oder da fließt doch auch Wasser. Nee. Das kriege ich so nicht hin. Nee, ich hänge das einfach mal auf. Da, wo dieser Haken ist. So mache ich das jetzt einfach mal. Hier. Das ist doch ein Haken. Geht das? Nö, das will sie gar nicht. Ach, wie blöd. Aber der Typ hier, der kann uns bestimmt gleich dann den Basilisken vertreiben. Sehe ich schon kommen. In der Waffenkammer? Ja. Okay, klar, mit dem Schleifstein und Schwert und so, das hätte ich ausprobiert, aber ich suche die ganze Zeit... Ach, hier war ein Schleifstein. Okay, den hatte ich vergessen. Na klar, gut, dann packen wir das mal hier ran. Und dann unser rostiges Schwert schön schärfen. So, los geht's. Yippie, wir machen's scharf. Noch schärfer und noch schärfer. Tada, Schwert ist so gut wie neu. Nimmt er das dann für uns und bekämpft der Typ dann für uns den Basilisken? Weil ich hätte das ja sonst auch machen können. Aber okay, kannst du damit die Ranken wegmachen. Zum 100.000. Mal versuche ich das jetzt mit dem Drachen dann nicht. Möchtest du das Schwert wieder haben? Ich gebe dir eins. Guck hier. Ha, da freut er sich. Aber er möchte noch ein sauberes Kettenhemd. Also er macht das mit uns, ne? Also das mit dem Basilisken und so. Okay, wie säuber ich das? Im einen Eimer Sand am Höhlen... Ach so, dafür ist der Sand da. Nee, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass ich das Kettenhemd mit Sand sauber machen könnte. Na gut. Dann schüttel das mal. Wir schütteln den Eimer voll Sand und machen das Kettenhemd sauber. Lalala. Tada. Sauberes Kettenhemd. Das geben wir natürlich dem Typen jetzt, damit er endlich den Basilisken vertreibt. Logisch. Logisch, logisch. Ich gehe immer hinten durch. Vorne. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Zack. Oh, hallo. Und er steht da in Unterhose. Your Highness, you found us at last. A detachment was supposed to receive you from the Dreamless Castle upon your coming of age, but Dreadmire attacked. If you want to get past the Ivory Gates, we'll need to make use of the ballista in the courtyard. With your leave, I shall see to it at once, Your Highness. Oh ja, kümmert euch um mich. Der war süß. So, kehre zur Faun zurück. Ich habe noch nicht alle Teile, bla, ich sollte mich noch einmal merken. Gut, dann finde ich hier bestimmt irgendwas Nützliches. Drehe die Metallproben durchziehen in die richtige Anordnung. Oh nee, nein, ich hasse Drehrätsel, das wisst ihr alle. Langsam, solltet ihr das wissen. Was kann ich denn hier machen? Zink und Gold, alle anderen sind längst herausgefallen.
Ja, kriege ich das denn überhaupt hin? Diese Anordnung folgt einem bestimmten Muster. Das goldene Stück liegt auf 4 anderen Metallteilen. Ja, toll. Und jetzt? Was wollt ihr jetzt von mir? Weil ich meine, ne? Oh, toll. Ich kann hier sogar alles drehen. Witzig. Und was soll ich machen? Das Dunkle nach oben. So soll es sein. Nee, nee. So bleibt ihr bitte. Und dann? Und dann? Nein, das Dunkle bleibt oben. Dann dreht sich immer alles. Ich will den in der Mitte drehen. Geht das nicht? Nee, geht irgendwie nicht. Hä? Wie soll man das denn dann machen? Keine Ahnung. Weil der Grüne muss ja... Die Grünen müssen ja hier runter. Ich muss doch den in der Mitte drehen können. Ich will nicht alles drehen. Aber so drehen die sich in der Mitte. Das ist ja blöd. Oder wie? Aber so... Hä? Nee, das ist mir viel zu kompliziert hier, das Gedrehe. Das finde ich total doof. Sorry, aber das ist mir zu komisch hier. Weil ich will das nur in der Mitte drehen und ich check das hier nicht, dass alles sich dreht. Das ist doof. Das mag ich nicht. Kriege ich so die überhaupt hin? Gedreht, wie ich sie gerne mal hätte? Oder macht das hier überhaupt keinen Sinn? Dann ist der Goldene da so schön, aber das verstehe ich nicht. Gib mal einen Tipp. Hä? Warum soll der so? Weil der Grüne dann unten ist, ne? Ja, ich verstehe das schon. Ich will den Grün und diesen Grün auch da unten haben. Aber wie denn, wenn das in der Mitte sich nicht dreht? Es dreht sich ja nur alles hier. Das kann doch nicht funktionieren. Gib mal noch einen Tipp, Eule. Und wenn ich die goldenen so mache? So? Nee, das ist nicht Gold. Das soll auch nicht Gold sein. Ne? Naja. Aha. Ach, wie, was? Warum hat das jetzt... Okay, dann hatte ich das schon irgendwie fast richtig, aber irgendwie habe ich wohl falsch gedacht. Nee, oh, wenn die Rätsel immer weg sind, kann ich das nicht nochmal nachvollziehen. Ach, nervig. Was war jetzt hier? Ich habe den Sockel. Okay, wir haben wieder ein weiteres Teil. Und Schwefel für unser Gewächshaus. Das war es jetzt hier im Schrank. Ja, das finde ich schon mal gut. Und jetzt gucken wir mal nach dem Typ, der uns jetzt... Ach, da ist die Faun. Und er repariert hier. Your Highness, I know how to heal the unicorn. But he'll only let you treat him. The herbs you need for this medicine can be grown in the greenhouse and prepared in the windmill. Ja, so weit wäre ich auch schon gekommen. I've also located the last piece of the incubator. It's up in the aviary, so healing the unicorn to reach it is vital. May Yura's light guide you. Danke. Aber das mit dem Gewächshaus machen wir doch schon die ganze Zeit alleine. Was hat sie uns denn jetzt geholfen? Ja, danke für die Dinge, die sie uns gegeben hat. Kräutersamen und medizinische Notizen. Okay, danke. Was mit ihm her? Er ist mit der Reparatur der Ballista beschäftigt. Ich sollte nicht stören, aber zumindest hat er eine Hose gefunden. Er hätte auch, wenn es nach mir geht, in Boxershorts da draußen jetzt stehen können und die Windmühle reparieren können. Da er der einzige attraktive Mann hier weit und breit ist, habe ich nichts dagegen. Pingeliger Patient, das Einhorn will sich anscheinend nur von mir helfen lassen. Die Faun gab mir einige Kräutersamen, aus denen ich das notwendige Heilmittel herstellen kann. Ich hoffe nur, ich verpatze es nicht. Ah, das kriegen wir schon hin. Tschüss, Typ. Ritter, Windmühlenreparatur, Typ. Genau.
Du isst jetzt oder was? Nee, ich muss ja erstmal die Sachen hier jetzt im Gewächshaus. Wo ist denn das Gewächshaus nochmal? Ich vergesse das immer. Ich glaube, das war hier und dann da oben. Genau. Nee, da. Das machen wir jetzt hier am Tisch. Wir haben ja jetzt hier alles. So, zack. Topfmoos. Ideal, um Wasser an der Oberfläche zu halten. Wie kann ich die denn jetzt nehmen? Eine Schrift mit ja. Kann ich die jetzt... Warum nicht? Ah, jetzt. Klar. Also, jetzt funktioniert es aus. Ich musste die Samen nur da reinpacken. Lege die Dünger in die Kiste und befestige per Klick die Mischung für jeden Topf. Ja, blau zu blau, oder nicht? Oder nicht? Oder muss ich jetzt... Warte mal, wenn ich jetzt... das hier einfach reinpack. Aber ich muss ja wissen, was hier stand. Ach so, klar, weil ich hier einfach nach den Dingern gehen soll. Ja, okay, so. Und jetzt mischst du das. Ja, ach, das macht das schon automatisch. Ach, das ist ja praktisch. Gut, dann suche ich jetzt so ein komisches Dreieck. Und so ein Viereck. Und ein Kreis-Dings. Tada! Und wieder so ein Kreis-Dings. So ein L. Und ein Viereck mit einem Dreieck. Das war die Pflanze. Jetzt so ein anderes Viereck-Dings mit so einem und so einem. So, jetzt habe ich alle Blumen irgendwie... Jetzt habe ich Kräuterkeimlinge. Die ich natürlich hier dann reinsetzen kann. Endlich kann ich hier was machen. Fülle das Raster komplett aus, bis auf die Hinderniskacheln. Aha. Okay. Ja, was? Ach so, jetzt kommt das hier wieder. Ja, dann nochmal von vorne. Ich versuche es hinzukriegen. Natürlich. Und schaff's bestimmt nicht, oder? Doch, schaffe ich. Hä? Natürlich muss ich noch einen schaffen. Wo geht's los? Wo geht's los? Na, fangen wir mal hier an. Das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Ich glaube, ich muss bei so einem Baustein eher mal anfangen, weil genau, sonst fehlt mir der hier immer und das geht dann nicht. Okay, dann fange ich mal hier an. So ging's. Einer bestimmt noch. Dann aber auch schnell jetzt, weil meine Zeit ist irgendwie um. Keine Ahnung, ob das geht. Es geht bestimmt nicht. Es geht wieder in die Hose hier, was ich mache. Scheiße. Nee. Nee. Oder? Nee. Dann ist nämlich hier ein Stopp. Blöd. Ja, und wo fange ich dann an? Hier? Nee, es geht auch nicht. Ich glaube, das funktioniert wieder nicht. Ja, scheiße. Einer bleibt übrig. Wo muss ich denn anfangen? Hier? Nee, das geht nicht. Geht doch nicht. Nee, es darf nicht in der Mitte so... Ne? Aber das hatte ich ja schon versucht. Das war zwar nicht...
total schlecht, aber hier ist jetzt ein Stopp dann schon, genau. Das ist voll schwer. Das geht auch schon mal nicht. Es darf nicht in der Mitte so sein, dann geht das ja schon gar nicht mehr. Und hier komme ich auch nicht mehr dann ran. Also fange ich mal hier an. Gehe hier lang. Ja, und dann komme ich wieder auf die linke Seite nicht. Ey. Dann verbarrikadiere ich mir das. Dann komme ich hier wieder in einen Konflikt. Fange ich hier an. Ich darf hier nicht so runterwandern. Das funktioniert doch nicht. Nee. Nee, komme ich wieder. Aber es war schon der richtige Weg. Pff, keine Ahnung, ich muss aufhören. Der Part ist voll. Ist leider so. Bis dann.